Moin moin, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge der Pfiffigen Vier. Und heute werde ich zwei Themen dieses Kanals miteinander verbinden, nämlich die Pfiffigen Vier und meine kleine Trikotsammlung. Ich habe nämlich bei der Präsentation der Trikotsammlung gar nicht erzählt, was meine absoluten Lieblingstrikots sind. Das werden wir hier in diesem Format einmal nachholen. Und wir fangen gleich an mit Platz Nummer 4. Das ist das Trikot der Glasgow Rangers. Besonderheit bei diesem Trikot, dass die Glasgow Rangers ja absteigen mussten bis in die vierte Liga. In dem Trikot ist man zurückgekommen, nämlich den Aufstieg in die erste Liga hat man damit erreicht und seitdem ist man wieder da. In Verbindung mit einem sehr schönen Trikot hat das gereicht, um den vierten Platz zu erreichen. Platz 3 für mich, das Trikot der schwedischen Nationalmannschaft aus dem Jahr 2000. Besonderheit bei dem Trikot, dass ich das bei einer Tombola gewonnen habe. Und ich glaube, das war mein erster Gewinn irgendwo. Und da war ich so stolz drauf. Zudem sehr schöne Farben, die sehr freundlich sind und gut zu dem Land passen. Deswegen Platz Nummer 3, das Nationaltrikot von Schweden aus dem Jahr 2000. Auf Platz 2 ist ein Trikot des SV Werder Brems, und zwar das Saisontrikot der Saison 2010-2011. Und bei diesem Trikot, da scheiden sich in diesem Fall nicht die Geister, sondern die Fans. Denn es wurde ein bisschen was Neues gewagt. Verschiedene Grüntöne durch Zackenmuster voneinander getrennt. Ich fand das ziemlich cool, dass hier mal eine Anrichtung eingeschlagen wurde. Einige Fans mochten es nicht. Ich fand auch den Sponsor damals besser als Wiesenhof heutzutage. Daher, das ist ein schönes Trikot für mich und ein durchaus besonderes, was ich oft anhabe. Das Trikot vom SV Werder Bremen 2010-2011. Und auf Platz 1 ist das Trikot von Kamerun. Und zwar das Trikot aus der Saison 2006-2007. Und ich finde Kamerun saugeil. Ich finde, die kämpfen immer. Dass noch der Löwe im Hintergrund zu sehen ist, finde ich der Hammer. Super Trikot, absolut empfehlenswert und eine geile Mannschaft. Schöner Fußball damals und Eto'o, ein super Spieler, der mir damals sehr gefallen hat. Deswegen das mein Platz 1. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Abo da. Guckt auch gerne mal in die kleine Trikotsammlung rein, falls es euch interessiert. Und bis denn.